Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem kleinen neuen Far Cry 3 Match. Diesmal, wie schon versprochen, ein Match mit der MP5. Wenn es nicht klappt, wechsle ich hier gerne auf meine Sniper, da hier Snipern echt Spaß macht. Und ich gebe euch im Nebenvideo immer wieder neue Tipps, die mir einfallen zu dem Thema Far Cry 3 Multiplayer. Und genau, dann würde ich mal sagen, wir können gleich unseren ersten Schrei machen. Wenn ihr hier spawnt, auf jeden Fall einfach mal Granate reinzünden da, zielen und dann die ersten Kills abstauben da. Ja, oder man ist scheiße, so wie ich, und macht gar nichts. Der müsste jetzt da irgendwo stehen, natürlich. Boah, wie man halt alle Menschen... Jetzt muss der nachladen. Ich werd verrückt, oder? Es ist doch so klar. Vor mir sind alle Gegner. So, Nummer 1. So, Nummer 2. Meine Fresse. Also, es geht doch. Und ich will jetzt mal den beleben. Gibt auch Punkte. Sehr wichtig. Belebt Gegner. Belebt Freunde wieder. Geh mir aus dem Weg, du Wichser. Belebt Freunde wieder. Das gibt häufig sehr gute EP. Oh mein Gott. Ich kack mich doch gleich an. Wo ziel ich denn hin, hey? So ein Scheißdreck. Ich habe hier vorher eine schöne Killstreak einfach gemacht mit der Sniper. Das war cool. Aber jetzt ist es irgendwie nicht so cool, weil ich halt ein bisschen blöd bin und gerade gar nichts schafft. Wir können auf jeden Fall wichtiges Ding, die Explosionsdinger nutzen. Nutzt die Explosionsdinger, hinter ihm ist so ein kleines Fass. Ach so, ich muss hier drauf drücken ganz oft. Oh, belebt mich halt wieder, du Wichser. Ach, jetzt belebt er mich wieder, genau. Ja, danke, schön. Ja, fick dich halt. Ja, schön. Ja, Realismus nutzen. Nutzt die Explosionsdinger, nutzt auch, Ecken und Kanten, das ist wichtig. Und heute geht's eigentlich viel zu spät gesagt, aber egal. Oh, wunderschöner Spawnpunkt hier, muss ich sagen. Da hier genau, ich will jetzt wirklich nicht, aber ich mach's halt trotzdem. heute mal meine kleine Erfahrung, was jetzt bisher Far Cry 3, was jetzt da bei mir passiert ist. Ah, sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, Far Cry 3 ist der beste Shooter seit, der beste Singleplayer-Shooter seit Bioshock und der beste Multiplayer-Shooter seit Battlefield. Bisher denke ich so. Ich weiß noch nicht, wie ich irgendwann anders denken werde. Yeah, man. Gebitscht. Weil ich halt erst jetzt eine Stunde spiele ungefähr, hier den Single-Multiplayer. Aber ich bin gespannt darauf, was er noch bringt. Bisher finde ich ihn grandios. Die Grafik ist saugeil. Die Atmosphäre ist geil. Die Atmosphäre haut mich wirklich um. Es ist einfach... es ist... alles drin, es ist Spannung, Action, alles dabei, Scheißdreck ist dabei, habe ich auch schon gesehen, ja. Und, ey, man denkt echt, man ist im Dschungel, man hat hier die ganzen Hochkletterdinger, man hat hier die ganzen Kameraden, die man beleben muss. Man muss in dem Modus aufpassen, den ich jetzt bald bringen werde. Yeah, ah, fick dich. Mein nächstes Far Cry Multiplayer Match wird dann im Modus Abgeklungenheit irgendwie sowas sein. Auf jeden Fall der Modus, der dem einen Ding sehr ähnelt, der dem Domination, geh mir aus dem Weg, sehr ähnelt. Geh mir aus dem Weg, mein Gott, dummer Arschloch, dummes Arschloch, so ist die richtige Ding. Weil der Modus gefällt mir einfach sehr gut und ich kotze mich doch echt gleich voll. Hey, komm, niemand von euch blöden Dreckswichsern belebt mich wieder, weil das ist ja viel zu uncool. Ich bin Erster, ich bin sogar Bester, okay. Nicht schlecht, cool. Wenn ihr einen Schrei macht, immer aufpassen, dass ihr in der Nähe seid. Das gibt am meisten EP und auch schön für eure Killstreak einiges. So, der wird da hinten auftauchen. Ja, vorher geschossen natürlich und verkackt auch.
Ah, oh, fick dich. Nein, ich muss jetzt wieder mich schnell töten, weil ich kann ja so nicht. Okay, der ist mal schön in die Luft geflogen. Ich kann ja so nicht viel ausrichten, ne? Ja. So, mein Kampfschrei wieder machen. Ja, toll gearscht. Weil ich euch heute mal das Ding zeigen will, den letzten. Ah, Etzer, fick ich ihn weg, ey. Oh, von hinten. Ja, toller Nahkampf-Kill. den letzten, die letzte Killstreak. Oh, ist schon verfügbar. Wunderbar. Wir können jetzt hier so und da unten. Hauen wir jetzt mal die Bomben hin. Okay, Serienkill. Aha. Nicht schlecht. Ja, es ist nicht einfach, hier was zu reißen. Es ist aber auch nicht zu leicht. Das ist das Schöne. Das gefällt mir daran. Willst du dich nicht heilen oder so? Ja, anscheinend. Ja, dreh dich um. Habt ihr es gesehen, wie er sich umdreht? Der hat doch an. Wie heißt der? Amos. Der hat auf jeden Fall an. Obwohl er der Schlechteste ist. Ja, gut. Aber komm, ich dreh mich doch nicht einfach. Ups, da ist ja wer. So um. Also, ist schon arg verdächtig, ne? Ach, jetzt war der viel zu weit links. Ich bin ja scheiße. Hab zwar trotzdem noch gute Punktzahl. Noch sehr gute Punktzahl. Und auch eine 2er-KD, die jetzt gerade verkackt wurde. Aber egal, wird noch besser. Haben noch ein bisschen Zeit. Der Modus, der am meisten gespielt wird, ist der Domination-Modus. Den Namen ich nicht weiß. Egal. Der kommt nächstes Mal sicher dran. Ah ja, da freue ich mich auch sehr. Ah, man kann sehr schön. Man kann wirklich gut durch Holz durchschießen. Das haben sie echt gut gemacht. Das gefällt mir sehr schön, dass sie das so berücksichtigt haben einfach. Ja, finde ich geil. Ja, kannst du dich nicht nach, kannst du dich nicht heilen, du Arschloch? Ach so, geht dir erst, wenn man fast verblutet ist schon. Ja, natürlich, ja. Beleg mich wieder, CFX. Ja, also, geht doch. Ja, dann bleiben auch die Punkte erhalten. Yes, so und dann noch den Typen, der gleich da reinkommt oder auch nicht. Ja, Mann. Man kann auch noch ein bisschen Wissen für euch. Man kann auch, ist ja bekannt eigentlich. Was? Man kann auch, wenn man eine Waffe spielt und damit schön Kills macht, so wie ich auch, 5 Serienkills jetzt schon, leck mich am Sack. Oh, episch. Dann gibt's für euch auch Waffen, Dinger, Waffenlevel. Mit höheren Waffenlevels könnt ihr andere Waffenmods, Modifikationen freischalten, die dann eure Waffe verbessern. Und das finde ich sehr schön. Es gibt. Ah, fick dich doch, oder? Hey. Komm, belebt mich, bitte belebt mich. Das gibt Punkte. Ich verstehe nicht, wie kann man auf die Idee kommen, Punkte liegen zu lassen? Belebt mich, danke. Der belebt mich, danke, Anke. Du bist nett, ne? Belebt mich halt! Oh, bist du dumm oder was? Belebt mich halt du wenigstens. Ah, fick dich. Mein Gott. Ich bin jetzt wirklich nicht so auf die KD, dass man unbedingt eine, weiß ich nicht, 2.0 KD haben muss, wie ich es jetzt gerade hab, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Oh, wo ist der Gegner? Ja, verkackt, verkackt. Ne? Wunderschön habe ich das verkackt. So, wieder gewonnen. Und ich glaube, ich darf auch diesmal endlich auswählen. Ich habe es euch gesagt. Heute gibt es mal ein schöneres Gameplay von den Scores hier. Ach ja, bestrafen auf jeden Fall. Hey, nimm dir doch die Knarre und schieb sie dir in den Arsch. Oh, genau. Ja. Nicht schlecht. Weil die meisten sagen immer so, ja, gutes Spiel, aber ich bin immer voll ins Arschloch, das Dumme. Und ja, bestraft dann die Gegner. Jetzt werden wir mal ein paar Herausforderungen machen. Und ich habe auch mal ein paar Codierungen freigeschalten. Also bin schon Level 11 nach meinem vierten Match. Also ich finde das eigentlich schon sehr fair. Ich kann Molotow jetzt endlich benutzen mit Level 11. Und Handeln ist lauter als Sprechen. Schön, dass Handeln lauter als Sprechen ist. Ja, Decoder ist fertig zum Dekodieren, gibt wieder ein bisschen Erfahrung. Und nach jedem gewonnenen Match gibt es zwei, nach jedem verlorenen gibt es einen
ihr ein Dekodierding, ich kann wieder einfach mein Ding machen. Ich würde euch empfehlen, euch hier anzumelden, da ihr dann immer schön viel EP bekommt und ihr schön weitermachen müsst, weitermachen könnt. Mit Level 40 gibt es dann den Tattoo-Editor. Ich habe selber zwei und kann es nicht aussprechen. Und ich werde auch bald mal auf meine Maps zu sprechen kommen, euch mal ein bisschen was zeigen, wie man die geilsten Maps macht und so weiter und so fort. Hier kann man nochmal, die Sachen auswählen. Ah, in die Nüsse, perfekt. Unter die Gürtellinie, der gefällt mir. Den behalte ich, den Abschlussding. Das heißt, man kann seine Abschlussgesten helfen und hier auch die ganzen Scout-Dinge und Giftgas und Psychogas und Bomben und sowas. Alles geiles Zeug. Ich spiele noch weiter, Elzer, und sabber noch ein bisschen rum, weil ich mich nicht gut artikulieren kann. Oh Gott, das wird gar nicht adäquat von mir heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bald gibt's Angry Sniper, wahrscheinlich gibt's den Sonntag. Und dann gibt's Montag wieder, wie gewohnt, Battlefield 3. Oder Far Cry 3. Vielleicht auch beides, man weiß es nicht. Bleibt so schön. Bis dahin, tschüss, ne?